Wir haben gerade gesehen, dass entscheidend für die Konvergenz des Einzelschritt- und Gesamtschrittverfahrens ist, dass diese Matrix B, die da auftritt, eine möglichst kleine induzierte Norm hat. Ja, also wenn es eine Norm gibt, sodass die induzierte Norm dieser Matrix kleiner ist als 1, dann konvergiert das Verfahren, andernfalls konvergiert es nicht. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Und ja, wir betrachten also eine Schrittfunktion der Form g von x gleich bx plus c. Ja, wir wollen also den Banachschen Fixpunktsatz anwenden auf eine Funktion der Form g von x gleich b mal x plus c und stellen sich darunter vor, dass b und c, das sind die Matrizen und Vektoren, die wir vorhin im Einzel- und Gesamtschrittverfahren definiert haben. Wir wollen wissen, unter welchen Voraussetzungen das konvergiert. Und wir wissen schon grundsätzlich, wann es so ist, nämlich wenn es eine induzierte Matrixnorm gibt, so dass das Q definiert als die induzierte Matrixnorm von B kleiner ist als 1. Okay, das Blöde ist, wir haben auch schon gesehen, leider kann das bei unterschiedlichen Normen auch tatsächlich mal der Fall sein, mal nicht der Fall sein. Das kommt wirklich darauf an, dass wir hier die richtige Norm nehmen. Und da ist natürlich die Frage, wie klein kann man denn die Matrixnorm, wie klein kann man die induzierte Matrixnorm einer Matrix denn überhaupt machen? Ja, also, und wie bin ich sicher, dass ich jetzt die richtige Matrixnorm gefunden habe? Dazu gibt es ein ganz griffiges Kriterium und das wollen wir jetzt herleiten. Also die Frage ist erstmal, wie klein können wir diese induzierte Matrixnorm von B denn überhaupt machen? Okay, erstens mal sei Lambda irgendein Eigenwert von B zum Eigenvektor Y. Wie war nochmal die Matrixnorm, die induzierte Matrixnorm definiert? Die war definiert als Norm B ist das Supremum über alle x ungleich 0, Norm Bx durch Norm x. Und die Norm hier ist dann die Vektorraumnorm. Naja, wenn das das Supremum ist und ich setze hier einen speziellen Vektor ein, dann steht hier bestimmt ein größer gleich. Norm By durch Norm Y. Na gut, aber Y ist ein Eigenvektor von B zum Eigenwert Lambda. Das heißt also Norm By durch Norm Y ist Norm Lambda Y durch Norm Y. Das ist nichts anderes als Lambda-Betrag. Okay, und das gilt für jede induzierte Matrixnorm. Das heißt also, es gilt schon mal für jede Matrixnorm, Norm B ist größer gleich Lambda. Insbesondere ist es größer gleich dem Maximum dieser Lambda-Betrag. Und das hatten wir gerade als den Spektralradius definiert. Ja, der Spektralradius einer Matrix war der Betrag des betragsgrößten Eigenwerts. Okay, das heißt also, es gilt bestimmt, die Norm von B ist größer gleich dem Spektralradius von B. Ja, einfach hier die Folgerung daraus. Okay, gut, also kleiner als den Spektralradius kann ich schon mal nicht machen. Die Frage ist, komme ich denn möglichst nah ran an den Spektralradius? Und tatsächlich gibt es einen Satz, der sagt, für alle Epsilon und B gibt es eine induzierte Matrixnorm, sodass die Matrixnorm von B kleiner ist als Rho von B plus Epsilon. Das heißt also, ich komme auch tatsächlich, es ist erstmal die Norm B ist immer größer gleich Rho von B und ich komme auch beliebig nah ran. Also es gibt tatsächlich immer Matrixnormen, die beliebig nah an dieses Rho von B drankommen. Der Beweis ist technisch und langweilig. Sie finden ihn in meinem Skript zur numerischen linearen Algebra. Und also wir brauchen eigentlich nur den Satz, nicht den Beweis, der einem keine weitere Einsicht bringt. Ich zeige stattdessen eine ganz einfache Version dieses Satzes, nämlich wir beschränken uns im Beweis einfach mal darauf, dass B positiv definiert ist. Ja, und das heißt, wenn B positiv definiert ist, dann gibt es tatsächlich eine induzierte Norm, sodass dieses Rho von B wirklich erreicht wird. Dann gibt es eine induzierte Matrixnorm, sodass die Norm von B gleich Rho von B ist. Und der Beweis ist trivial, denn wir haben ihn schon mal geführt. Die Norm, die wir suchen, ist nämlich in dem Fall nichts anderes als die 2-Norm. Es gilt die 2-Norm von B zum Quadrat. Was war das nochmal? Die induzierte euklidische Norm ist der Spektralradius von B transponiert B. Naja, wenn B aber positiv definiert ist, ist es insbesondere auch reell positiv definiert ist, ist es insbesondere symmetrisch. Das heißt, B transponiert B ist B Quadrat. Und die Eigenwerte von B Quadrat sind gerade die Eigenwerte von B zum Quadrat. Ne? Also das B ist diagonalisierbar. Das heißt also, die 2-Norm von B zum Quadrat ist gleich Rho von B zum Quadrat oder mit anderen Worten, die 2-Norm von B ist Rho von B. Und
Ja, das bedeutet, wir haben genau unsere Matrixnorm hier vorne gefunden. Die beste Matrixnorm, die wir finden können für positiv definierte Matrizen, ist tatsächlich die induzierte euklidische Norm. Okay, gut. Was haben wir jetzt gezeigt? Falls genau dann sogar, wenn alle Eigenwerte von b vom Betrag her kleiner als 1 sind, so gibt es wirklich eine Norm, in der g von x gleich b mal x plus c kontrahierend ist. Ja, denn dann gibt es eine Norm, sodass die Matrixnorm von b, die induzierte Matrixnorm von b kleiner ist als 1. Und das bedeutet, dieses g von x hier vorne ist kontrahierend. Okay, und wenn das kontrahierend ist, die anderen Sachen haben wir alle schon nachgeprüft, dass dann konvergiert das Fixpunktverfahren, der Banachsche Fixpunktsatz gilt für alle rechten Seiten C das bedeutet da, und für, natürlich auch für alle Startwerte x0 konvergiert die Fixpunktfolge gegen einen Fixpunkt von G. Und das bedeutet in dem Fall, dass Einzelschritt- und Gesamtschrittverfahren, die konvergieren. Okay, gut. Was ist jetzt, wenn es mindestens einen Eigenwert vom Betrag 1 gibt? Und da ist die Antwort, dann konvergiert es nicht mehr, zumindest nicht mehr gegen eine Lösung der Gleichung. Und dazu reicht es, sich anzuschauen, einen ganz einfachen Fall. Denken Sie, wir betrachten das Beispiel ax gleich b, rechte Seite b setzen wir gleich 0. Und dann ist auch dieser Vektor c, den wir rausbekommen, in allen beiden Verfahren, die wir betrachten, ist dann der Vektor c gleich 0. Okay, das heißt also, es ist c gleich 0. Und nehmen wir mal an, unser b hat einen Eigenvektor y zum Eigenwert lambda mit Lambda-Betrag größer gleich 1. Und wir setzen c gleich 0 und x0 gleich y. Ja, das heißt, wir wählen ein spezielles c und ein spezielles x0. Okay, dann ist also xk plus 1 gleich g von xk. Naja, aber das c ist 0 und das bedeutet, xk plus 1 ist einfach b mal xk. Mit anderen Worten, xk ist b hoch k mal x0 und das ist also b hoch k mal y. Jetzt ist aber y ein Eigenvektor von b zum Eigenwert lambda. Das heißt also, es ist nichts anderes als lambda hoch k mal y. Okay, aber wenn lambda größer gleich 1 ist vom Betrag her, dann kann das hier nicht gegen 0 konvergieren und das wäre die eindeutige Lösung von ax gleich b, wenn wir b gleich 0 setzen. Das heißt also, in dem Fall konvergiert es auf jeden Fall mal nicht gegen die Lösung unseres Gleichungssystems. Das heißt also, wenn es tatsächlich wenn diese Matrix B einen Eigenwert hat vom Betrag her größer gleich 1, dann konvergieren Einzel- und Gesamtschrittverfahren nicht für alle Startwerte und alle rechten Seiten gegen eine Lösung des Gleichungssystems. Das heißt also, am Ende, was müssen wir tun, um zu zeigen, dass die Einzelschritt- und Gesamtschrittverfahren konvergent sind? Wir müssen uns einfach nur die Eigenwerte anschauen und müssen zeigen, dass die alle vom Betrag her kleiner als 1 sind. Dann haben wir Konvergenz. Sind die Eigenwerte größer gleich 1? Dann gibt es einen mit größer gleich 1. Dann haben wir keine Konvergenz, zumindest mal nicht für alle Startwerte und alle rechten Seiten. Okay, das heißt also, wir brauchen irgendwelche Aussagen darüber, wie groß die Eigenwerte einer Matrix werden können. Und einen ganz wichtigen Satz dazu werden wir gleich kennenlernen.